Diese winzigen Kreaturen sind den meisten anderen Tieren evolutionstechnisch weit voraus. Sie gehören zu den ältesten Landbewohnern der Erde. Den Großteil ihrer Zeit verbringen sie damit, verfaulte Blätter oder Schimmelpilze zu fressen. Wirklich perfekt wird der Tag aber erst mit einer wohltuenden Kurpackung. Ein Tropfen Flüssigkeit genügt, um die Tiere vor dem Austrocknen zu bewahren. Mit Hilfe zweier Drüsen gelangt die Flüssigkeit in jede Körperritze. Springschwänze leben auf allen Kontinenten, sogar in der Antarktis. Aber wenn man nur Sandkorn groß ist, wird man leicht übersehen. Besonders, wenn man sich so schnell bewegt. Springschwänze sind Meister des Hochsprungs. Ein Schubs mit einem kleinen Muskel im Hinterleib katapultiert den kleinen Sechsfüßer mehr als 15 cm hoch in die Luft. Das entspräche bei einem Menschen dem Sprung über ein Hochhaus. Wissenschaftler haben über 6000 Arten von Springschwänzen entdeckt und schätzen, dass es noch ca. 15.000 weitere gibt. Da wartet also noch eine ganze Armee von Freaks darauf, entdeckt zu werden. Springschwänze sind nicht die einzigen Stars unter den Springern. Viele Reptilien springen, um ihre Beute zu fangen. Doch nur wenige sind so talentiert wie dieses. Der Lebensraum des seltenen Kuba-Krokodils beschränkt sich auf zwei Sumpfgebiete der langen karibischen Insel. In diesem Brackwasser gibt es kaum Fische. Also hat sich das Krokodil im Laufe der Evolution auf die Jagd anderer Beutetiere spezialisiert. Sein Körper ist hart gepanzert. Der muskulöse Schwanz des Tieres macht 30% seines Körpergewichts aus. Seine Füße haben im Vergleich zu normalen Krokodilen weniger Schwimmhaut. Dadurch kann es schneller und höher springen. Das Kuba-Krokodil jagt nicht nur im seichten Wasser oder am Ufer. Es will hoch hinaus. In den Bäumen lebt einer seiner Lieblingssnacks. Die hauskatzengroße Baumratte. Mit nur wenigen Schlägen seines kräftigen Schwanzes steigt das Krokodil in die Höhe und packt seine Beute. Das ist kein Kinderspiel.